Hallo und herzlich willkommen in der Samsung TV-Welt. Heute möchte ich über die neue Technologie SUHD sprechen. Wir haben im Hintergrund oder sehen wir schon einen SUHD-Fernseher, aber was bedeutet diese Bezeichnung SUHD eigentlich? Und dafür habe ich mir jemanden eingeladen, der uns diese Frage natürlich beantworten kann. Er ist Produkt-Marketing-Manager von Samsung. Sang-Won Byon, grüße dich ganz herzlich. Hallo. Hallo Martin. Ganz kurze Frage, SUHD, was bedeutet diese Technologie oder diese Bezeichnung eigentlich? SUHD ist eine komplett neue Fernsehkategorie, die wir dieses Jahr zum ersten Mal eingeführt haben. Mhm. Und die vereint die besten Technologien, die es derzeit auf dem Markt gibt. Okay. Es gibt ja LCDs, es gibt LEDs, es gibt OLEDs und es gibt Plasmafernseher. Mhm. Jede Kategorie oder jede Technologie hat so seine Vorzüge. Und SUHD bringt die besten Bildqualitätsvorzüge in einem Fernseher zusammen. Fangen wir mal an, was SUHD so kann. SUHD stellt auf jeden Fall erstmal mehr Farben dar. Also wir können bis zu 64-fach mehr Farben darstellen als ein herkömmlicher LCD-Bildschirm. Okay. Wir haben einen höheren Kontrast, wir haben eine höhere Helligkeit und wir haben natürlich eine super scharfe Auflösung. Ja. Wie machen wir das? Wir machen das mit einem neuen Panel. Das ist ein 10-Bit-Panel. Gängige Fernseher können nur 8-Bit. Und mit 10-Bit kann man Farbabstufungen viel, viel besser darstellen. Wir haben ein neues Panel, was auch das Licht besser durchlassen kann. Und dadurch kann man noch hellere Bilder, und zwar bis zu 2,5-fach mehr als bei einem üblichen Fernseher, Bilder darstellen lassen. Mhm. Damit kann der Kunde, wenn er diesen SUHD-Fernseher hat, authentischere, klarere und strahlendere Bilder erleben. Der SUHD oder die Technologie SUHD ist ja von Samsung das aktuelle Beste, was jetzt da ist. Wenn ich mir jetzt ein SUHD kaufen sollte oder einen Fernseher generell, wie würdest du mir das erklären, dass ihr im Prinzip die besten Technologien aus allen verschiedenen Welten zusammengefügt habt in diesem Fernseher? Ja, genau, Martin. Es gibt ja im Prinzip vier Fernsehtechnologien. Mhm. Einmal gibt es die LCD, die LED, die Plasma und dann auch die OLED-Technologie. Jede Technologie hat so seine Vorzüge und seine Nachteile. Mhm. LCD zum Beispiel hat eine sehr scharfe Auflösung. Ja. Ein LED-Fernseher hat aufgrund seiner Hintergrundbeleuchtung sehr helle Bilder und man kann die sehr, sehr flach bauen. Also im Prinzip quasi so ein Designfernseher. Ja. Ein Plasmafernseher hat sehr gute Kontrastwerte. Das, das kennt man zum Beispiel auch aus dem Kino, ne? Dass das alles sehr dunkel wirken kann und sehr, sehr lebendig und sehr authentisch. Mhm. Und ein OLED-Fernseher hat extreme Schwarzwerte. Ja. Das kennt man vielleicht aus dem Smartphone-Bereich. Und der SUHD-Fernseher verbirgt oder kann im Prinzip alle Vorzüge dieser vier Technologien in einem Bildschirm darstellen. Okay. Das machen wir mit mit einer Hardware-Komponente und mit einer Software-Komponente. Mhm. Wir verwenden hardware-seitig Nanokristalle. Das sind ganz, ganz kleine, feine Kristalle, die den Fernseher oder das Bild zum Leuchten bringen und eine größere Farbvielfalt darstellen können. Mhm. Das heißt, diese SUHD-Fernseher, wie ich auch schon eingangs erwähnt habe, können mehr Farben darstellen, sind wesentlich heller und können auch einen richtig schönen, satten Schwarzwert produzieren. Okay. Und software-seitig ist es ja auch wichtig, wie die Bilder angesteuert werden. Weil eine gute Hardware bringt nichts, wenn man keine gute Software dahinter hat. Da benutzen wir drei Bild-Engines. Das ist der Peak Illuminator, es ist die UHD-Dimming-Funktion und es ist die Precision Black-Funktion. Diese drei Softwares sorgen dafür, dass die Bilder extrem authentisch, schnell mit einer guten Reaktionszeit dargestellt werden. Okay. Vielleicht kann ich hier noch ein Bild oder ein Beispiel nennen, weil das klingt alles natürlich ein bisschen theoretisch. Ja. Wenn du zum Beispiel am Waldrand stehst, guckst in den Wald rein, es ist ein bisschen Dämmerung, du siehst den Mond, guckst in den Wald rein, kannst du ja immer noch kleine Nuancen, beispielsweise einen Baum sehen oder vielleicht ein paar Tiere, die da rumlaufen. Ja. Das ist aber die größte Herausforderung für die gängigen TV-Technologien, so ein Bild darzustellen, weil es sehr dunkel ist, aber trotzdem feine Details sichtbar sein müssen. Mhm. Und die SUHD-Fernseher, die können das. Mit links. Du spielst dieses Bild ein, du siehst den Mond, du siehst den Wald und siehst alle Details, die eigentlich normalerweise bei alten Technologien verschwinden. Also kann man sagen, SUHD ist die Verbindung der besten Technologien aus allen Welten, die wir ja bisher kennen. Ein absolutes Kinoerlebnis, was ich nach Hause bekomme. Ja? Ich würde sagen, vielen herzlichen Dank, Sang-Won, dass du heute hier warst. Komm gut nach Hause. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und Ihnen kann ich nur sagen, gehen Sie nach draußen, schauen Sie sich diese Geräte, diese Technologie live an. Sie müssen es erleben. Ja? Für weitere Informationen schauen Sie sich gerne unsere weiteren Videos an.